Vor ein paar Wochen sind wir nach Zypern gekommen, unserer neuen Basis. Und auch wenn wir noch lange nicht mit dem Vanlife fertig sind, haben wir uns trotzdem darauf gefreut, hier einen Rückzugsort in Form von einer Wohnung zu haben. Und wir haben auch sehr schnell eine passende Wohnung gefunden, aber wir müssen leider feststellen, dass hier doch einiges ganz anders läuft als in Deutschland. Wie ihr ja vielleicht in unserem letzten Video gesehen habt, haben wir eigentlich eine Wohnung gefunden. Da gab es dann aber so ein paar Herausforderungen, dass wir so ein bisschen ins Zweifeln kamen und wir haben uns dann nach anderen Wohnungen umgeschaut. Wir haben auch mehr als nur eine angeguckt, ich glaube insgesamt 4 oder so. Es war irgendwie nicht so das Passende dabei und tatsächlich sah es dann auch so aus, als würden diese ganzen Probleme, die wir jetzt mit dieser Wohnung, die wir eigentlich haben wollen, sich auflösen. Und das Einzige, was jetzt wohl noch gemacht werden muss, ist, dass das Wasser gerichtet wird. Vielleicht erinnert ihr euch, es fehlen irgendwie Rohre, die vom Tank auf dem Dach zu unserer Wohnung führen. Deswegen kommt kein Wasser an. Das muss gemacht werden und dann muss, glaube ich, noch irgendwas im Bad abgedichtet werden. Aber der Stand ist, wir dürfen am Freitag in diese Wohnung. So, Freunde, wir haben jetzt den Termin eigentlich zur Wohnungsübergabe. Aber es ist gar niemand da und wir haben so eine Keybox vor der Tür, wo der Schlüssel drin ist und wir auch den Code haben, aber der Code geht nicht mehr und wir erreichen die Maklerin nicht. Ja, mal gucken, was jetzt hier los ist. Wir haben der Maklerin jetzt mal geschrieben und schauen dann mal, ob sie noch sich meldet. Wir warten jetzt hier einfach ein bisschen und hoffen das Beste. So, jetzt hat sie angerufen und meinte, wir können rein. Das ist alles gerichtet worden. Sie kommt dann nachher zur offiziellen Übergabe, aber sie hat uns jetzt den Code von der Schlüsselbox gegeben und jetzt hätte ich gesagt, gehen wir mal rein. Die Bedingungen könnten ein kleines bisschen besser sein, weil es wäre schön, wenn ich gerade nicht meine Periode hätte, weil dann könnte ich auch tatsächlich ein bisschen was helfen. So werde ich jetzt einfach hochgehen und mich von diesem Bett ins nächste Bett bewegen. Deswegen nehmen wir gleich mal ein Bettlaken mit hoch. Und dann schauen wir mal. Ich bin ja schon gespannt. Das war jetzt echt ein langer Prozess. Bist du bereit? Nee, aber hilft ja nichts. Also ja. Das ist sie. Bitte nimm. Ja. Sind wir mal gespannt, ob der Code geht. Hört sich gut an. Leider gab es in der Wohnung angekommen erstmal eine unschöne Überraschung, denn das Wasser ging irgendwie immer noch nicht. Kein Wasser. Ach, aber vielleicht, weil der Strom aus ist. Glaubst du, das muss hoch? Ja, das ist ja. Jetzt tut die. Aber es kommt halt kein Wasser. Wir haben jetzt festgestellt, dass das Wasser einfach nicht angeschalten wurde. Wir schalten es jetzt aber auch nicht an, weil das, was der Klempner reparieren sollte, hat er einfach nicht repariert. Ich zeig's euch. Hier ist alles nass. Und da tropft es unten raus. Und hier. Das ist diese Schraube, wo es einfach rausläuft. Und du? Ich liege hier nun. Aber wenigstens ist
ist schön hell. Und da hinten ist das Meer. Man sieht das Meer. Was will man mehr? Außer laufendes Wasser. Wir haben bei der Wohnung den Abstrich gemacht, dass wir nicht ganz so eine schöne Aussicht haben wie in anderen und dass das alles komplizierter ist, aber das wussten wir vorher noch nicht. Und wir haben ja zwischendrin echt kurz, waren wir kurz davor, die Wohnung aufzugeben und haben auch ein paar andere angeschaut, aber irgendwie hat dann doch auch keine gepasst und es hätte auch ewig gedauert, bis wir da reingekonnt hätten. Und eigentlich ist die Wohnung cool. Ja, die ist auch cool, das sind halt einfach noch. Ich könnte diesen Spülkasten, ich müsste in den Baumarkt fahren und könnte es richten, aber. Das machen wir nicht. Hey, du bleibst draußen. Was denn? Die Fliege. Wir brauchen hier auch ein Fliegengitter da. Also, jetzt war die Immobilienmaklerin da, die sich um alles kümmert. Und ja, sie hat das auch gesehen und gut verstanden, dass das einfach nicht geht. Und ihr wurde von dem Sanitärmann noch bestätigt, dass das alles gerichtet ist. Das war aber nicht der eigentliche Sanitärmann, sondern der wurde vom eigentlichen Sanitärmann beauftragt. Aber es wurde gar nichts gerichtet. Jetzt fahren wir wieder, weil wir hier ohne Klo, was wollen wir denn jetzt? Und wir vor allem wollen wir halt das Wasser nicht anmachen, genau, weil die Kloschüssel sonst voll läuft, also der Spülkasten. Genau, und wir haben jetzt mit dem ausgemacht, dass der morgen um 8 kommt. Ja, jetzt gehen wir wieder in Van. So, der nächste Morgen, der Plumper, Klempner war da. Jetzt ist das Klo dicht, aber die haben ja hier alle so Tanks auf dem Dach, wo das Wasser irgendwie vom Dach erstmal runtergefördert wird und da ist die Förderpumpe kaputt. Das heißt, wir haben leider kein warmes Wasser mit der Förderpumpe, wir haben kaltes Wasser, zwar noch nicht mit so viel Druck, weil das jetzt nur den Druck produziert von über das Gefälle. Ich weiß nicht, wie der Ausdruck ist. Der tauscht die hoffentlich am Montag oder Dienstag. Und wir machen jetzt hier ein bisschen Ordnung bzw. putzen hier ein bisschen. Also ich, die Mira liegt flach. Ich gebe nur Anweisungen. Und wir ziehen mir jetzt mal das Bett. Ich sag's euch, Freunde. Das ist sowas Befriedigendes, wenn man plötzlich so viel Stauraum hat, wie man normal Quadratmeter hat zum Leben und da die Dosen fein säuberlich stapeln kann. Im Van muss das ja immer irgendwie quetschen und irgendwie schauen und irgendwelche Kompromisse eingehen, dass du alles an Bord kriegst. Und dieses Schrank einräumen mit diesem ganzen Raum hat fast was Meditatives. Ich war gerade am Saugen und während ich das Bett absaugen wollte, habe ich festgestellt, es löst sich einfach komplett auf. Der Stoff ist so porös und ich habe ihn komplett eingesaugt und es ist kaputt. Also es muss auch gemacht werden. Und seit wir jetzt hier sind, haben wir auch noch ein paar andere Dinge gesehen, die einfach gemacht gehören, die einfach nicht funktionieren. Also es ist jetzt eine ganz schöne Liste zusammengekommen mit Sachen, die noch gemacht werden müssen. Die Waschmaschine ist leider irgendwie undicht, die Dunstabzugshaube funktioniert nicht, der Lüfter im Bad geht nicht, was schon wichtig ist, wenn man kein Fenster hat mit dem Dampf. Außerdem ist der Kühlschrank kaputt. Das ist nicht so ein Riesendrama, weil wir eh einen neuen Kühlschrank kriegen. Das war mit Einzug sozusagen ausgemacht, dass wir einen größeren Kühlschrank bekommen. Trotzdem wäre der Übergangskühlschrank irgendwie cool gewesen. Der geht halt jetzt gar nicht. Und was auch noch unbedingt gemacht werden muss, auch das war schon mit Unterschreiben des Mietvertrags sozusagen ausgemacht, ist, dass in unseren beiden Schlafzimmern ja jetzt noch Teppichböden sind. Die müssen auf jeden Fall raus. Die sind einfach super versifft und eklig. Und da wurde mit der Vermieterin ausgemacht, dass Fliesen reinkommen, so wie das hier in Zypern üblich ist. Mal schauen, wie lange die sich da jetzt noch Zeit lässt. Das ist nämlich leider so, dass die nicht so gut zu erreichen ist und das alles immer ein bisschen dauert. Ja, aber da sind wir jetzt heute. Und was kam dann jetzt noch dazu? Dann haben wir festgestellt, okay, es ist ein Stromausfall. Der André, unser Kollege hier, Kumpel, meinte, yo, passiert hier schon mal, geht dann gleich wieder. Jetzt ist es irgendwie 3 Stunden her, wir haben immer noch keinen Strom. Ich habe jetzt mal im Haus ein bisschen rumgeguckt. FIs sind alle drin, hier ist der FI drin, Zentral-FI ist drin. Puh,
kein Strom. Und dann haben wir so eine Hotline bekommen, die man da anrufen soll. Und Mira hat jetzt währenddessen im Internet noch gelesen, dass es ein geplanter Stromausfall ist. Na klar. Wegen Bauarbeiten. Wahrscheinlich, weil die machen hier die Straße neu. Ja, jedenfalls, wenn das jetzt alles passt, freuen wir uns so sehr, die Wohnung jetzt mal schön zu machen und uns einzurichten. Aber jetzt müssen halt erstmal die Basics funktionieren, wie fließend Wasser. Naja, kurzes Update. Und ich bin auch wieder da. Es war jetzt echt so blödes Timing irgendwie, dass der Fabian hier alles alleine machen musste, aber er hat es sehr gut gemeistert. Und heute kommt die Maklerin nochmal und wir kriegen dann auch unseren physischen Mietvertrag, hoffentlich. Ja, den brauchen wir auch noch. Und dann werden wir aber vor allem ein paar von den Möbeln, die wir hier gar nicht wollen, in die Nachbarwohnung stellen. Das ist ganz praktisch. Die gehört wohl auch unserer Vermieterin und ist aber gerade einfach Baustelle. Das heißt, alles, was wir hier drin nicht haben wollen, können wir darüber tun. Weil dieses Sofa hier ist einfach, es ist super eklig. Ich will mich einfach nicht draufsetzen und dann ist das hier endlich weg und... Ja, ihr werdet schon sehen, was wir dann alles hier verändern. Aber ich glaube, wir können jetzt dann wirklich relativ schnell es schaffen, es hier gemütlich zu machen und dürfen halt jetzt einfach unserer Vermieterin mal einen kleinen Tritt in den Hintern verpassen, dass sie halt die Sachen jetzt machen muss und dass sie halt da sich jetzt nicht mit jeder Sache irgendwie 2 Wochen Zeit geben kann, um drüber nachzudenken, sondern es muss halt jetzt einfach funktionieren. Ja, aber ich will jetzt auch nicht nur rumjammern, weil wir sind super dankbar, dass wir diese Wohnung haben. Wir finden so die geil. An sich super geil und wir haben so viel Platz und es ist schon allein schon 3 Balkone, Gemeinschaftspool. Allein schon jetzt. Kein fließend Wasser. Hey! Allein jetzt die ersten paar, wir haben jetzt erst 2-mal hier geschlafen, aber wir haben schon jetzt gemerkt, dass es uns voll gut tut, dass in der Früh der Fabian dann einfach aufstehen kann und in einen anderen Raum gehen kann und sein Ding machen kann und ich kann ein bisschen länger liegen bleiben und man geht sich irgendwie nicht gleich so ein bisschen auf die Nerven. Es ist gar nicht so schlimm im Van, aber oftmals hat der Fabian so einen ganz komischen Schlafrhythmus, wo er dann meint, er muss jetzt um 5 Uhr aufstehen. Und ich denke mir so, willst du mich komplett verarschen? Und das kann er halt jetzt machen und das stört mich überhaupt nicht. Ja. Strom geht auch wieder. Was heißt auch? Strom geht wieder. Wir versuchen jetzt einigermaßen wieder in die Normalität zurückzukommen und auch unsere Routinen zu leben. Wir versuchen ja unter der Woche relativ fokussiert zu arbeiten, aber trotzdem eine schöne Balance zu halten zwischen der Arbeit und auch Freizeit. Und es ist auf jeden Fall ganz anders, jetzt auf einmal wieder in so einer großen Wohnung zu sein. Vor allem in einer, in der einfach viele Dinge noch nicht funktionieren. Auch die Arbeitssituation an dem kleinen Tisch ist noch nicht ideal. Aber andererseits gibt es auch total viele Kleinigkeiten, die für uns aber wieder richtig viel Bedeutung gewonnen haben und für die wir super viel Wertschätzung haben. Und so ist es irgendwie eine schöne Zeit, um sich wieder an diesen Luxus zu erfreuen. Auch wenn natürlich noch einiges in der Wohnung zu machen ist. Ich finde es gerade irgendwie super schwer, wieder in so einen Modus von Alltag zu kommen, was sowohl das Filmen als auch das Arbeiten als auch alles andere Alltägliche angeht, weil es einfach ja, jetzt so ein Trubel war, in diese Wohnung zu kommen. Und auch wenn dort vieles noch nicht funktioniert, ich habe nämlich heute zum Beispiel mit unserem Kanister geduscht in unserer Wohnung und es war genauso aufwendig wie im Van, mit dem Unterschied, dass danach die Duschkabine nicht ewig trocknen musste. Aber andere Sachen genieße ich total, wie zum Beispiel, dass man einfach einen Wasserkocher anschalten kann oder dass wir so wahnsinnig viel Platz haben. Das ist richtig schön. Aber um jetzt ein bisschen Normalität reinzubekommen, machen wir jetzt einen kleinen Ausflug und werden den Sonnenuntergang am Meer genießen. Wir haben uns nämlich die letzten Tage immer geärgert, dass wir den Sonnenuntergang verpasst haben, weil wir so beschäftigt waren mit allem Möglichen. Und vorher fahren wir aber noch bei einem Stand vorbei, der hoffentlich heute auch da ist. Gestern war er da, wo wir ein bisschen Obst und Gemüse kaufen wollen, weil wir haben nichts mehr. Und abgesehen davon hoffen wir, dass jetzt einfach bald mal die Sachen
geklärt werden und um sich um die Sachen gekümmert wird, die in der Wohnung einfach gemacht werden müssen. Also das wäre echt schön, weil wir haben zum Beispiel keinen Kühlschrank und irgendwie wegen jedem Kleinteil, was man haben möchte, runter zum Van zu laufen, geht zwar, ist aber nervig. So ist es. So viel dazu. Vom Auto aus den Prime Spot. Ich irgendwie nicht. Ich sehe nur den Spiegel. Ich sehe nur dich im Spiegel. Das ist auch schön, aber ich bin gekommen, um den Sonnenuntergang anzuschauen. Richtig schön. Ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Wir haben ein Regal gefunden. Wir haben ein cooles Brett gefunden für ein Regal, was wir bauen wollen. Wir wollen auch so Treibholz ein Regal bauen. Hoffentlich hat es die richtige Länge. Ach so, ja, das ist schön. Aber es schaut, glaube ich, ganz gut aus. Heute sind wir schon früh unterwegs, es ist 7.30 Uhr, weil der Fabian gestern auf Facebook Marketplace ein gebrauchtes Sofa gefunden hat, was ganz vielversprechend aussieht. Und da fahren wir jetzt hin und wir mussten leider so früh fahren, weil... 9 Uhr? Was? Weil um 9 Uhr? Ja, um 9 kommt jemand, der sich um unsere Klimaanlagen kümmert, weil die gehen zwar, aber machen nur kalte Luft und keine warme. Achtung, Huckel. Naja. Und die werden repariert, das heißt, wir müssen pünktlich zurück sein und wir müssen natürlich auch arbeiten. Plus, ich habe heute Coaching, das heißt, ich habe eh schon 2 Stunden weniger zur Verfügung zum Arbeiten. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir machen das jetzt so früh wie möglich. Es wäre richtig cool, wenn das jetzt schon was ist, weil das echt sogar unter unserem Budget wäre. Das wäre gut. Und ja, einfach, dass wir jetzt schon eins hätten, das wäre auch schön. Allerdings weiß ich nicht, ob wir es in den Jimmy reinbekommen. Das bleibt noch spannend. Ich auch nicht, weil das ist ein L-Sofa, ein kleines. Ja, mal gucken. Jetzt schauen wir mal, wie gut wir hier einen Parkplatz finden, mitten in der Stadt. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, wir waren mehr als erfolgreich. Absolut, absolut geil. Richtig nice. Wir haben jetzt das Sofa. Das in einem richtig guten Zustand ist. Guten Zustand. Richtig bequem. Bequem, schön. Also vor allem für den Preis mega. Dann
Der Typ, der hat da so eine Wohnung, da haben jetzt 2 Jahre lang Leute drin gewohnt, die jetzt ausgezogen sind und jetzt baut er das, die nie da waren, und jetzt baut er das gerade zu einem Airbnb um und will es komplett neu möblieren, deswegen tut er alles raus, aber die Möbel sind in gutem Zustand. Und wir haben jetzt noch mitgenommen ein Sideboard, also so ein Regal, was so unterm Fernseher steht, und 4 Stühle. Es gab auch noch einen Esstisch, der hat uns nicht so gut gefallen, aber wir haben jetzt hinten im Van Tetris gespielt und tatsächlich alles reinbekommen. Wir müssen jetzt einfach richtig vorsichtig fahren. Ich freue mich voll, mega geil. Und das Ganze für 190 Euro. Und wir hatten eingeplant, dass wir wahrscheinlich so 300 allein fürs Sofa zahlen. Also richtig cool, dass das jetzt so schnell und spontan geklappt hat. Der Typ war auch richtig nice, der kommt aus Serbien, ist seit 20 Jahren in Zypern. Das war jetzt schön. Und wir kommen zwar zu spät zurück für unseren Klimaanlagenmann, aber der hat gesagt, das ist kein Thema, er kommt einfach ein bisschen später. Das war doch ein erfolgreicher Morgen. Ja. Natürlich mussten wir erstmal alle Möbel umstellen und ein neues Layout ausprobieren. Mal gucken, ob das so bleibt oder ob sich das nochmal ändert. Unser Kumpel André kam dann noch vorbei, um uns dabei zu helfen, die Möbel hochzutragen. Und das war echt super wertvoll. Außerdem konnten wir uns von ihnen den Staubsauger ausleihen, damit wir auch mal hier durchsaugen und auch das Sofa absaugen konnten. Und während wir hier mit den Möbeln zugange waren, wurde parallel die Klimaanlage gerichtet. Das schaut auch schon gleich viel besser aus. Richtig geil, dass wir jetzt ein Sofa haben, wo wir uns drauf fläzen können. Und die Stühle finde ich auch richtig schön. Wir brauchen jetzt einen neuen Tisch noch, damit man da... Also wir wollen ein bisschen den längeren, dass quasi immer 2 Leute sich gegenüber sitzen. Und heute oder morgen wird hoffentlich unser neuer Kühlschrank geliefert. Das wäre auch schön, weil dann könnten wir tatsächlich hier ein bisschen Lebensmittel lagern und kühlen. Sehr gut. Und jetzt? An die Arbeit. An die Arbeit. Aber erstmal gibt's Mittagessen. Ich zeige euch und der Mira jetzt was, was ihr beide oder was ihr alle noch nicht gesehen habt. Ich habe es schon mehrmals und es lohnt sich. Lass doch die Kiste hier stehen. Ja, das ist die Einstiegshürde, die aber ein bisschen groß, weil ich hier renoviert habe.
sagst du zu unserer Dachterrasse? Das ist ganz nice. Bist du zufrieden? Das ist doch ein ganz netter Ausblick hier. Ja, der hier das, drüben, was wir halt von unserer Wohnung aus nicht sehen. Ja, der hier drüben hat es richtig gemacht. Der hat sich hier so einen Liegestuhl hingepackt. Ich glaube, ich werde was Ähnliches machen. Zypern ist es voll gängig, dass du so einen Wassertank hast, der das Wasser erhitzt. Du hast einen Boiler, aber der ist in vielen Häusern immer kaputt, weil der irgendwie auch durchbrennen kann oder so. Der ist wohl sensibel. Aber wenn die Sonne geschienen hat, dann heizt dir das Ding auf und hast halt warm Wasser. Ist gerade unser Problem? Wenn die Pumpe geht. Bei uns ist diese Förderpumpe, zeigen wir euch gleich, kaputt. Und so haben wir gerade nur Wasser mit dem Druck des Gefälles und irgendwie Warmwasser gar nicht. Und der Typ hat ja auch irgendwie gemeint, hey, ihr habt nur eine Warmwasserpumpe. Die meisten haben noch Warm- und Kaltwasserpumpen. Ich glaube, wenn wir eine Pumpe haben, hat das Kaltwasser trotzdem nicht mehr Druck, aber das Warmwasser schon. Das heißt, wir könnten nicht mal unseren Wasserfilter hier einbauen. Krass. Naja. Das ist auch unser Tank. Und das ist unser Wasser und das ist relativ neu, weil als wir kamen, hieß es, ging kein Wasser und das war ja Motz des G'schieß. Und irgendwann haben sie dann gesagt, ja, hier sind gar keine Rohre da. Und das ist jetzt alles neu, weil diese Rohre irgendwie weg waren. Und wo ist die Pumpe? Und das ist die Pumpe. Ah, und er meinte, die hat ja auch gar keinen Regenschutz und so. Ja, die ist einfach kaputt. Eine sehr professionelle Leiter. Was ist da oben? Noch höher. Okay. Let's go. Danke für diesen schönen Ausflug. Wie findest du es, dass wir das haben? Supi. Der Fabian geht jetzt ins Gym. Ich mache Yoga und gehe wieder an den Laptop. Tschüss. Tschüss. Bis später. Hätte ich jetzt ein geiles Handy, könnte ich mich schön oder? Tja. Alles. Ja. Huch, muss man ziehen. Strikt-Update. Und als ich euch das letzte Mal ein Update gegeben habe, vielleicht könnt ihr euch erinnern, habe ich erzählt, dass es jetzt nur noch wenige Reihen sind, bis es kompliziert wird. Es wurde kompliziert und ich habe verkackt. Und ich weiß irgendwie nicht, ob ich das noch retten kann. Bin noch nicht bereit, ganz aufzugeben. Und schau, ob ich es vielleicht jetzt noch retten kann, aber ich muss jetzt irgendwie all diese Reihen hier aufmachen. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, jetzt brauche ich, glaube ich, ein Tutorial. Ich habe mich entschieden. Ich mache ihn komplett auf. Ich kann nicht richtig fassen, dass ich das gerade tue, aber ich mache ihn komplett auf. Weil jetzt, wo ich ihn auch mal so komplett ausgebreitet gesehen habe, habe ich gesehen, dass teilweise schon sehr viele Unregelmäßigkeiten da sind. Und ich habe die vorher schon gesehen, aber jetzt einfach noch mal mehr. Ich mache es neu. Heute sind wir schon wieder gleich in der Früh nach Paphos in die Stadt gefahren, weil wir einiges zu erledigen hatten. Wir haben unsere Anmeldung bei der Krankenkasse hier gemacht, das war erfolgreich. Wir haben versucht, unseren Strom auf uns anzumelden, das war leider nicht erfolgreich, da müssen wir morgen nochmal hin. Wir haben ein paar Pakete abgeholt
Und außerdem wurde unser Kühlschrank geliefert. Das ist ganz cool. Das heißt, es nimmt jetzt hier schon so nach und nach Form an. Und wir haben uns gedacht, es ist jetzt an der Zeit, euch mal eine kleine Mini-Room-Tour zu geben. Einfach nur mal schnell, dass ihr mal alles gesehen habt, euch einen kleinen Einblick zu geben. Jetzt ist ja doch auch einiges passiert. Und euch vielleicht auch die ein oder andere Sache zu zeigen, die wir noch verändern wollen. Bevor es mit der Roomtour losgeht, noch eine wichtige Sache. 69,5% der Zuschauer unserer Videos haben unseren Kanal noch nicht abonniert. Und ihr würdet uns einfach einen wahnsinnigen Gefallen tun, wenn ihr hier unten den Kanal abonniert. Da wird man uns sehr freuen und ihr verpasst kein Video mehr. Und das Abo ist kostenlos und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Roomtour von dieser Wohnung. Also wenn man zum Eingang reinkommt, steht man eigentlich schon direkt in der Küche und der Fabian darf jetzt reinkommen, sonst hallt es noch mehr durch den Flur, als es hier in der Küche eh hallt. Die Küche ist wirklich richtig gut ausgestattet und ich finde es immer wieder faszinierend, dass die Küche gefühlt dreimal so groß ist wie unser gesamter Van. Aber wir haben echt alles, wir haben den Ofen, wir haben einen Herd, wir haben ein großes Waschbecken, wir haben eine Waschmaschine. Was wir leider nicht haben, ist eine Spülmaschine. Da werden wir wahrscheinlich irgendwann noch rein investieren, aber gerade geht es auch so. Und wir haben halt unfassbar viel Stauraum. Ihr habt ja schon gesehen, Fabians Freude darüber, sich hier einzurichten, war groß. Wir haben jetzt auch einen Kühlschrank, einen großen, funktionierenden. Der ist sehr schön und neu und richtig cool. Wir wollen hier gerne noch einen Raumtrenner einbauen. Das werdet ihr dann sehen, was der Fabian sich da einfallen lässt. Es wird bestimmt richtig schön, um einfach so ein bisschen Wohnzimmer und Küche gefühlsmäßig voneinander zu trennen. Und dann stehen wir noch schon im Wohnzimmer. Und ihr habt ja schon mitbekommen, dass wir einiges verändert haben. Wir haben diese coolen Stühle gebraucht gekauft, wir haben das Sofa gebraucht gekauft, wir haben dieses Sideboard gebraucht gekauft. Und ich finde, das macht so einen krassen Unterschied zu dem, wie es vorher aussah. Ich blende euch hier mal noch Fotos ein mit diesen zwei fetten blauen Sofas, die völlig überdimensioniert für diesen Raum waren. Und die Stühle waren einfach so Outdoor-Stühle, die hier waren, die waren einfach nicht dafür geeignet. Also hier ist schon richtig viel passiert. Da kommt noch ein, habe ich schon erzählt, ein größerer Tisch und noch so die ein oder andere kleinere Veränderung, damit es hier gemütlich wird. Und von hier geht es auf den ersten Balkon. Die Balkone haben wir ehrlich gesagt noch gar nicht eingerichtet. Da haben wir auch richtig coole Ideen, aber bis jetzt nehmen wir einfach mit den Stühlen vorlieb, die vorher drinnen waren und mit den Tischen, die auch schon hier waren. Und von dem Balkon aus schaut man direkt in den Pool. Und der erste Kommentar von jedem, der hier vorbeikommt, ist immer: Oder kann man ja direkt vom Balkon in den Pool springen? Ich würde es euch nicht empfehlen. Und es ist wirklich sehr, sehr ruhig hier und ja, sind echt sehr happy mit der Lage, weil von hier aus ist man halt auch in wenigen Minuten zu Fuß eigentlich so im Zentrum von diesem Ort, wo halt dann die ganzen Restaurants, Tavernen und so sind. Das ist eigentlich mega cool. Ja, hier ziemlich unspektakulär der Flur. Der Flur. Ich finde es immer schön, wenn der Flur nicht so viel Quadratmeter einnimmt, weil es einfach toter Raum ist. Und hier ist unser... Hier ist unser Badezimmer, da wird auch noch ein bisschen was gemacht. Wir haben hier eine Dusche, hier ist die Toilette und man hat echt genügend Raum. Hier kommt noch ein Regal hin und es ist, die Fliesen sind sauber, es schaut nicht so altbacken aus, sondern relativ zeitlos und schön gefliest. Passt eigentlich soweit. Dann dieser Raum, da gibt's, da kommen noch zwei neue Böden rein, in den Raum und dann ins Schlafzimmer. Aber dieser Raum ist das Gästezimmer, Schrägstrich, wenn keine Gäste da sind, mein Büro. Hier ist mein Schreibtisch, den haben wir jetzt neulich selber zusammengebaut aus Holz, was wir uns hier gekauft haben. Und ich genieße es total, wenn wir nicht im Van unterwegs sind, hier einen Schreibtisch zu haben und quasi ja, all die Arbeiten zu machen, die ich normal im Van mache, auf engstem Raum. Und was ist hier noch wichtig? Hier ist kein Bett drin, es kommt noch das Bett. Da bauen wir was, weil schon bald der erste Besuch kommt, da freuen wir uns sehr. Und hier waren Betten drin, die waren aber zu klein, zu groß. Also es waren 1,20er Betten mit 1 Meter Matratzen, die waren nicht nur klobig, das sah auch richtig beschissen aus. Dann haben wir hier auch eine Klimaanlage im Gästezimmer und Büro. Und das hier ist Balkon Nummer 2. Balkon Nummer 2 hat den besten Meerblick. Also die Gäste haben einen besseren Meerblick wie wir. Und hier ist auch ganz cool, dass was jetzt hier alles Schrott ist.
wird relativ ähnlich werden zu dem, was hier bei unseren Nachbarn ist. Es wird einfach begrünt und schön gemacht, ein paar Blumentöpfe. Und dann hat man hier so eine kleine Oase, das wird richtig cool. Wir haben hier noch Einbauschränke, das ist einfach super praktisch. Die kriegen noch schönere Griffe, dann schauen die auch wieder modern aus. Und das ist halt so cool, weil du brauchst keinen Schrank mehr. Und ihr wisst, wir sind minimalistisch. Alles, was wir haben, passt irgendwie in diese Schränke rein. Und das ist super cool. Richtig gut. Und diese Schränke werden auch zu größtenteils leer sein, dass halt unsere Gäste dann da ihr Zeug reintun können. Und das ist unser Schlafzimmer. Klein, aber fein. Mit dem Bett, was sich auflöst und noch ersetzt wird. Auch wir haben große Einbauschränke. Und ein schön großes Fenster, mag ich sehr, dass hier so viel Licht drin ist, auch wieder direkt mit Blick auf den Pool. Und von da geht's auf Balkon Nummer 3. Als wir bei der Wohnungsbesichtigung waren, waren wir so, hä, noch einer? Wir konnten es gar nicht fassen. Auch hier ist jetzt noch nicht so viel passiert, dient momentan halt als Wäschebalkon sozusagen, aber auch dafür haben wir Ideen. Wir wollen einfach, dass wir da echt coole Chill-Out-Areas irgendwie schaffen. Genau. Und von hier sieht man das Meer eigentlich auch ganz gut. Jetzt kennt ihr unsere Wohnung. Eine der ersten Fragen, die von euch aufkamen, nachdem wir hier mal ein bisschen was gezeigt haben in den letzten Videos, war, hey, würdet ihr die auch an die YouTube-Community vermieten? Wir spielen gerade tatsächlich mit dem Gedanken und uns würde mal interessieren, wer von euch da Lust drauf hätte. Wir stellen die Wohnung ja eh Familie und Freunde zur Verfügung, wenn wir nicht da sind und vermieten die da unter. Und ja, ich denke, es ist eine schöne Wohnung und wir haben eine coole Community, die sich bestimmt freuen würde, in unserer Wohnung mal einen Urlaub zu verbringen. Aber schreibt es gerne mal in die Kommentare oder schreibt uns mal eine E-Mail, was ihr davon haltet. Ja, ja, und wir werden jetzt halt hier weiterhin schön gut ankommen und auch wieder in diese Normalität reingrooven. Es gibt immer noch wahnsinnig viel mit der Vermieterin abzuklären. Also diese Herausforderungen sind leider noch nicht alle abgehakt. Wir haben echt eine Liste mit Sachen, die einfach getan werden müssen, wo wir auch wirklich dahinter sind. Gefühlt schreibe ich da jeden Tag, hey, wie schaut's aus? Ist aber okay. Wir sind einfach jetzt schon so weit, dass wir uns wirklich wohlfühlen mit dem, was wir hier haben. Aber ja, sind einfach sehr froh, dass das geklappt hat. Auch super dankbar für diese Wohnung, weil die einfach echt toll ist. Oh, die ist echt schön. Wir sind echt happy. Und ja, so haben wir euch jetzt mal mitgenommen in unseren Wohnungsalltag in Zypern, wobei ich hoffe, dass das nicht unser Alltag bleibt, sondern dass das anders wird. Aber im nächsten Video geht es auf jeden Fall wieder weiter mit Vanlife. Wir haben nämlich Bock, am Wochenende den Van zusammenzupacken und ein bisschen erkunden zu gehen. Und wir haben uns schon was Cooles überlegt. Ich glaube, das wird richtig, richtig schön. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Absolut. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace.